So, weiß nicht, ich würde jetzt herzlich willkommen sagen, wenn das irgendjemand sieht. Ja, von mir aus. Dann herzlich willkommen halt. Wie heißt die Map? Habe ich wieder vergessen. Hallöchen. Hi. Die Map hieß Minecraft Reborn. Reborn, irgendwas Island. Minecraft Reborn, Vival Island oder Irgendwie so sowas. Spielen wir ähnlich. halt jetzt mal, weil unser Sky-Biom ja am Ende seiner Tage war oder zumindest erstmal pausiert wird. Ja, guck mal, hier fällt mir Dass wir sofort schon neue mal auf, Ideen dass hier haben. so ein komisches Gravel Plus ist. Dann graben wir. Ah, Dangerous Falle und so. Ach, was soll denn hier passieren? Hier ist es Sand und Wasser. Ja, genau. So. Ja, Supi. Also, Sollen wir auf das jeden Fall haben Holz wir schon erstmal mal abbauen? Unmengen haben wir auf jeden Fall schon mal Sand. Was wir im Sky-Biom zu wenig hatten? Genau. Und wir haben hier einen künstlich angelegten Baum, der schon wieder kaputt ist. Ja, ich mache ihn gerade weg, weil Holz. Ne? Diesmal ist Holz Mangelware, Ja, offensichtlich. Ganz weil wir entgegen nicht dem, was mal. sonst bei Minecraft so eine Rolle spielt. Man hat immer Holz, sonst nix. Hier gibt's wohl kein Holz. Ja, Komm, hier sind's auch zwei Holz. So. wir haben ja nicht mal die Chance, irgendwie welche anzupflanzen. Ja, weil wir keinen Schabling haben. Ja, und jetzt nehmen wir uns das letzte bisschen, was uns Schatten spendet, auch noch. Na super, dann krieg ich ja noch einen Sonnenstich. Oh. Kann man Spinnennetze einfach so abbauen, oder? Ich versuch's die ganze Zeit. Ich klopp da schon eine Stunde drauf. Ah, Sophie. Oh, dann ist aber ganz weg. Sonst würde es doch Ja, Faden deswegen. geben. Dann lass es lieber Genau. dran. Ja. Aber das Holz will ich dann haben. Da komme ich jetzt bloß so nicht mehr ran. Ja, und wir haben schwarze Farbe durch die ganzen Tiere hier. Hä, was ist denn Ja, hier so wie vorne? das bringt uns jetzt gerade nichts, glaube Hier ich. ist mit dem Wasser was nicht in Ordnung. Wieso? Das ist Hier so ist irgendein viereckig, dunkler sehe ich Fleck. auch gerade. So viel genau. Nee, das Wasser ist viereckig, also so. Ach, da oben ist ein Block. Das ist ein Schatten. Hier ist ein Schatten. Siehst du den? Und da ganz oben ist ein Block an der Sonne jetzt. Oh. Da kommen wir mit Sand, glaube ich, nicht wohl. Ja doch, Sand hätten wir genug, um da hochzukommen. Vielleicht sollten wir da mal hoch. Da müssen wir die halbe Insel wegschreddern. Da Ja, kommt naja, noch wir ein können uns ja Holz. hier so. Ja, das ist hier noch runtergefallen. Vielleicht sollten wir uns einfach so einen Rahmen basteln, damit wir keinen Wassereinbruch haben. Ja gut, wir können Hier ja ist auf noch jeden ein Fall schon mal Kreuz. so viel Sand abbauen, bis wir Hier ist ein ebenerdig mit dem Wasser sind. Sandbeinkreuz. Leute. Was ist da? Ein Sandsteinkreuz. Das ist vielleicht ein Pfeil, den du da kaputt machst. Nee, nein, hier nicht. Das ist ja einfach bloß so ein. Aber hier. Hier, da bist du rübergelaufen. Ach, das Das war kann ich in kein meinem Pfeil. Texturpack so gut wie gar nicht erkennen. Na, supi. In Gut, der dass wir nicht alle Tat. dieselbe haben. Ja, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit Werkzeugen bauen? Weil wir sind ja echt Also ich extremst würde jetzt persönlich erstmal angegrenzt. noch nichts verwasten sozusagen an Materialien. Wir wissen ja gar nicht, was uns erwartet. Wenn wir jetzt das Holz in Werkzeug umwandeln, Ja. dann bauen wir zwar schneller ab, aber dann fehlt uns das vielleicht irgendwann. Und mal ganz doof gefragt, wie sieht's aus mit Essen? Deswegen sind ja die Strings wahrscheinlich da, aber. Wie können wir aber nicht essen? Das war noch nicht mal genug, um ein Bett zu bauen oder Wolle oder sonst irgendwas. Eine Angel aber. Ach, Und roher stimmt. Fisch. Ach, du Aber hast wir ja haben so hier jetzt recht. Du ein. bist so belesen, so unglaublich. Oh, geil, ne? Oh, ich bin heute Hammer. wieder gut. Aber Also, das dann Problem bastel ist. ich mal ein Schwert. Aber das Problem ist, dass wir ja jetzt nur noch ein so ein Ding haben. Und wenn der nicht. Weiß ich, wie viele Strings? Wie viel braucht man? Zwei oder drei? Zwei. Zwei. Wenn er nicht Scheiße. zwei Strings droppt, dann. Ne? Weil du Kann und. er ja Wir nicht. wussten Den ja einen alle habe ich ja so nicht. kaputt gehauen. Ich dachte, man kriegt das da raus. Bastel mal ein Schwert und wir versuchen mal auf gut Glück. Oder spätestens in der Nacht, wenn hier Zombies spawnen und eventuell ja bestimmt auch Spinnen. Ich habe es jetzt mal so gemacht, weil wir ja so unwissend sind und habe den String gecheatet, weil ich ja nicht wusste, dass man daraus keinen kriegt, wenn man den mit der Faust kaputt haut. Ich fange erstmal an, ich mache das Gib mir ebenerdig. mal deinen String. Ha, mit den Tanga oder den anderen? Das kannst du dir, das überlasse ich dir. Sind wir jetzt wieder beim Nimbus 2000 Thema? Nein, auch Nein. kein Running Gag mehr. Lass diesen. Oh. Obwohl, es hat Kopfkino. wiedererkannt wert.
Ich angel mir mal ein. Genau. Angel dir mal ein und wir vertiefen das Thema mit dem Nimbus nochmal, was machen wir ja immer. Damit auch die lieben Zuschauer immer wissen, wer hier am Start ist. Ja. Weil sie das nicht lesen oder so. Genau. Vorher. Das ist die Nimbus 2000 Crew. Genau, Nimbus Crew. Yeah. Ganz toll. Ob wir da so stolz drauf sein sollten, weiß ich noch nicht. Das ist Vibrator Berlin hier und so. Ja, genau. Ja gut, dann bin ich ja völlig draußen aus dem Thema. Ich bin ja nicht aus Berlin. Ja, du bist das Hauptquartier. Du bist der Nimbus. Oh, und ihr seid 2000. Die... Genau. Schreibst du hier eigentlich riesige Buchstaben für die Aliens oder was machst du hier eigentlich? Ja, help! Nein, ich hab mir jetzt einfach so auch aus Langeweile, weil wir müssen ja eh irgendwie alles abbauen. SOS. Na. Genau, für die Rettungsflugzeuge. Ja, falls uns ein Rettungsboot findet, ne? Supi, das heißt, wir schlagen jetzt hier oder buddeln erstmal 3 Stunden Sand, damit ein einziger hochkommt da oben auf die Insel. Ja, nicht nur das. Ich meine, es kommen ja auch Monster irgendwann. Wir haben jetzt unseren Beschützer mit einem Schwert auf dieser Fläche. Stimmt. Die Monster spawnen in 25 Feldern weg. Das heißt, es wird sich in Grenzen halten, das Gemetzel. Wenn wir uns in die Mitte stehen, wird gar keiner kommen. Obwohl, das ist gute Idee. Weißt du was? Ich mache uns erstmal so einen Notunterschlupf. Und der ist aber nicht 3 Sekunden gemacht. Aber bitte nicht unterirdisch. Ja, wäre blöd, okay. Wegen dem Sand halt, ist klar, ne? Da ist Leergewicht, da sind keine Fische mehr. So, weg mit dem Ding. Ist klar. Aber so der Angel, den nutze ich doch auch ab. Und außerdem haben wir einen rohen Fisch. Wir können ja nicht mal einen Ofen machen oder sonst irgendwas. Kohle könnten wir ja noch machen. Ja, naja, und? Aber wir haben wenigstens irgendwas, bevor wir sterben. Du stirbst doch gar nicht, du verlierst doch immer nur so und so viel. Bis zum halben Herz oder so. Geht doch alles noch. Ist doch alles grün. Boah, ist das ein spannendes Video. 400 aber Minuten einfach nur Sand abbauen. Einfach klasse. Licht kommt ja genug rein, weil wir... Außer in der Nacht halt. Ups. Habe ich auch noch zu Angriffen aus Versehen einen Sand gesetzt. Jetzt muss ich einen mehr abbauen. Oh Mann. Oh. Oh toll. Das sprengt den ganzen Zeitplan. Es wird dunkel. Aber sowas wie von. Was? Stimmt. Braucht jemand Sand? Ich hätte Sand im Angebot. Ach nee, du, danke. Gerade kein Bedarf. Aber was lustig ist, bei mir hat sich das Essen auch noch gar nicht abgebaut. Noch ein halbes bis jetzt, wenn du halt rumrennst und springst, dann... Generell arbeitest. Naja, aber ich arbeite ja kräftig schon. Ja, ich wollte gerade sagen, so viel Sand, wie wir abgebaut haben, wir schon verhungert im echten Leben. Es wird dunkel. Wollen wir mal rein? Ja. Ich würde sagen, wir bleiben mitten auf der Insel stehen, weil dann spawnen die nirgends. Na, dann bleibt man mitten auf der Insel stehen. Weil die, spawnen doch nur in 25 Blocks weg. Wenn wir uns einfach ein bisschen verteilen. Und im Wasser spawnen die nicht, oder? Genau. Obwohl, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich habe im Wasser noch nie einen... Außer wenn er einem hinterher rennt oder so. So von sich aus schwimmt doch nicht. Ich höre nicht auf, bevor nicht alle Blocks Sand wechseln. Sag mal, sehe ich da hinten eine andere Insel? Oder ist das bei mir bloß gerade so ein Grafikgespacker? Ach, du und deine Magic Mushrooms. Ja, nee, hier sind ja keine... Ich hab hier gar keine. Oh, siehst du, ich hab gar keine Pilze. Geraucht, oder? Nee, hier auf der Insel sind ja gar keine. So. Im Skybiom hatten wir ja wenigstens welche. Oh. Was ein O? Cleanstone habe ich gefunden unter dem Sand. Ja, schön. Wie sollen wir den abbauen? Mit einer Hacke? Ja, aber noch mehr Holz verbraten, wer weiß, was noch auf uns zukommt. Du wiederholst mich! Nein, Spaß beiseite. Ich wollte das nur sagen, unter dem Sandstone ist halt eben Cleanstone. Ja. Für was also haben wir diese Informationen also jetzt gut ist? Einfach uns bis zum Getno in den Boden graben, weil da irgendwann Cleanstone kommt.
Na, dann wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Dann können wir wenigstens noch ein bisschen Stein abbauen. Und solange die Hacke hält. Tja, da ist auch jede Menge Cleanstone unter der Erde, würde ich mal schätzen. Unter dem Sand. Aber wozu? Gut, dann haben wir Cobblestone. Mit Cobblestone können wir natürlich einen Ofen machen, respektive. Was können wir mit dem Ofen machen? Kohle, Glas? Kohle? Wir haben begrenzt Holz. Eben. Also ich habe nur 9 Stück. Die werde ich hüten wie mein Augapfel. Ich habe 5. Naja, und für Kohle braucht man ja rohes Holz. Also also keine Bretter. Halt. Na gut, wir werden dann 2 Holz opfern. Und haben dann, was weiß ich, am Ende 10 Fackeln oder 4 Fackeln oder was auch immer. Ja. Die 8. haben wir dann, ne? Ja. Da war es. Ja. Da kommen, glaube ich, 2 Kohle raus. Und wie viele Fische hast du schon gefangen? 8. Naja, das reicht doch dann erstmal. Siehst du, da ist schon ein Monster gespawnt hinten. Was? Ja, aber am letzten Ende, weil keiner hier war. Okay, dann bleibe ich hier einfach in der Mitte stehen und bin präsent. Guck, ich bin hier. Ich bin hier. Oh, stimmt, jetzt ist mein Essen auch ein bisschen zurückgegangen. Na gut, aber so ein Ofen hätten wir ja zumindest mal Fackeln. Genau. Und gebratenen Fisch. Ja, das kostet ja wieder Kohle. Ich wollte jetzt mal mit dem Minimalsten anfangen. Was bedeutet Fackeln, damit wir wenigstens mal Licht haben in der Hütte oder... Ja. Das wäre ja bestimmt schon mal sinnvoll. Die kann man auch wieder einsammeln. Das heißt, das ist auf keinen Fall umsonst. Aber wenn man sich absichtlich verhungern lässt, nur damit man danach keinen Hunger mehr hat, dann ist das doch nicht erlaubt, oder? Gab es hier auch so eine Regel? Hier gibt es auch Regeln, ja. Also so eine, meine ich. So eine. Ich habe sie mir ja nicht durchgelesen. Das weiß ich jetzt nicht. Und ich kann jetzt wegen der Aufnahme auch nicht rausgehen auf die Webseite. Ich habe einen roten Fleisch. Ja, super. Das kannst du auch essen. Ja. Also ich bin dafür, wir machen das Sinnloseste mit dem Holz. Wir bauen einfach Zäune und Zäune und Seien. Oh, hier kommt sogar Fisch geflogen vom Himmel. Geile Map. Oh, toll. Yummy, Sushi. Sushi. Aber ich esse jetzt keinen Fisch, ich will den nicht essen. Ich esse den jetzt auch nicht, ich heb mir den auf für schlechte Zeiten. Für kurz vorm Abnippeln. Genau. Wer weiß, was wir noch finden. Eben. Stell mich jetzt hier hin und angel hier jetzt noch ein bisschen. Super, dann ist die Ecke ausgesorgt. Dann kann ich ja weiter abbauen. Ich kann den Sand irgendwie schon nicht mehr sehen. Jetzt schon. Jetzt schon. Geil. Toll. Kaum 2 Minuten auf einer Paradiesinsel und schon ist sie wieder am Meckern, ne? Paradiesinsel? Ja. Unglaublich, oder? Ja, jeder wollte schon mal auf eine einsame Insel und so, einen Strand und so, am Strand liegen. Ja, ich auf aber so einer nie. Insel. Ich bin dann so eher Lost-mäßig, so richtig schön dick, fett Dschungel, keine Angst um Nahrung. Oh. Weißt du? Ja, irgendwelchen schwarzen Rauch drauf. Nein, okay, dann eher Baustelle. Wie bei Castaway. Okay, Castaway, verschollen. Die Insel. Oder das vielleicht einfach so ein typisches Urlaubsparadies, wo neben dem Hotel eine Baustelle ist. Genau. Oh nee, sowas nun auch nicht. Kriege ich den Sandstein jetzt eigentlich abgebaut mit der Faust oder brauche ich da so eine Hacke für? Ich brauche eine Hacke, oder? Eine Hacke? Eine Hacke. Aber wofür jetzt Kies da war? Bestimmt, damit man sich Feuerzeug... Nee, wir haben ja kein Eisen. So ist es. Vielleicht noch nicht. Ja, noch nicht, klar. Wer weiß, was hier alles unter der Insel ist. Eben. Ich könnte wetten, was unter der Insel ist ja irgendwo klar. Da kommt ja jede Menge Erde noch, also jede Menge Steine und Kram. Also das Ziel scheint offensichtlich schon zu sein, hier irgendwann sich runterzubuddeln und das weiter zu erforschen. Naja, auf dem unterirdischen Weg. Und wir müssen ja auch irgendeinen Tempel finden, oder? War ja, das wird alles unterirdisch irgendwo sein, schätze das ich mal. Das ist alles definitiv unter uns und... Oder weit vor uns, oder weiß ich wo. Ja gut, ich meine mal, oberirdisch ist relativ schwer, weil wir müssten wir komplett im Meer auffüllen, bis, also zumindest
ein Block breit